Hartwall TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Am Freitag um 18:30 bei Fortuna Düsseldorf wieder gefordert sind. Ich darf darauf hinweisen, dass wir das Format Pressekonferenz vielleicht nochmal so gestalten wie am Montag, dass wir gleich mit der Fragerunde an unseren Cheftrainer Alois Schwarz beginnen, bitte. Und ich bitte euch, das Mikrofon zu verwenden. Danke. Ja, Herr Schwarz, die personelle Situation interessiert uns jetzt nach dem Spiel gestern Abend. Wie gibt es da weitere Ausfälle? Kehrt der eine oder andere zurück in die Mannschaft? Ja, also erstmal, was erfreulich ist, es hat natürlich leichte Blessuren gegeben, ja, wie es in so einem Kampfspiel auch ist, aber es ist nichts Großes und deswegen werden weitere Ausfälle nicht dazukommen, da freuen wir uns drüber. Sie sind ja jemand, der also eher sehr konservativ ist, was die Aufstellung angeht, also die Mannschaft zusammenlässt. Sie haben jetzt zwei Änderungen vorgenommen. Würde Sie sagen, die waren so gelungen, dass man mit der Mannschaft auch am Freitag, also mit der gleichen Mannschaft am Freitag in Düsseldorf rechnen kann? Ja, erstmal waren sie gelungen. Ich habe das gestern auch schon gesagt. Sie haben beide ihre Sache gut gemacht. Der eine hat das Tor vorbereitet, der andere hat es gemacht. Das ist sehr positiv, auch wie sie sich eingefügt haben. Wenn man lange nicht gespielt hat, was dann jetzt am Freitag denn auf uns zukommt und wie wir dann da auftreten, wie gesagt, müssen wir auch mal sehen, wie morgen die Kräfte sind. Jetzt nach den zwei kraftraubenden Spielen, ob man da vielleicht auch nochmal eine Änderung machen, aber das lasse ich dann dementsprechend offen. Was kann man denn zum kommenden Gegner sagen? Düsseldorf seit 3 Spielen ungeschlagen. Ja, was kann man zum Gegner sagen? Düsseldorf hat für mich den besten Kader der zweiten Liga. Wenn man nur die Namen runternimmt von Rensing, Koch, Hagui, Bellinghausen, Schmitz, Sararia, Jakunan, alles Bundesligaspieler. Ja. Das ist eine sehr erfahrene Truppe. Sie spielt auch einen sehr guten Ball. Sie haben die ersten Spiele leider nicht die Ergebnisse abgeliefert, aber waren in der Art und Weise stets besser als der Gegner. Ich habe das auch mit eigenen Augen gesehen gegen SC Freiburg. Das war ja eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Und ich glaube, der Christian Streich hat sich fast entschuldigt, dass er das Spiel gewonnen hat. Da waren die Ergebnisse nicht da, aber die Art und Weise gut. Langsam kommen ja auch die Ergebnisse dazu. Und deswegen wird das eine schwere Aufgabe für uns, aber eine schöne. Assis Burdus ist noch nicht so weit, Freitag? Nein, es sieht besser aus, aber für Freitag noch nicht. Ihr habt in Düsseldorf letztes Jahr 3-1 gewonnen. Ist das ein Vorteil, weil die vielleicht Respekt, vielleicht sogar Angst haben vor Sandhausen, oder ist es eher ein Nachteil, weil die vorgewarnt sind? Also ich denke, dass der Fortuna Düsseldorf Respekt hat, wie wir auch immer Respekt zollen. Ich glaube, das zollen sie jedem Gegner. Angst werden die mit Sicherheit nicht haben. Wir haben dort gewonnen. Wir haben ein Jahr vorher aber auch 1-0 verloren, damals durch ein dummes Tor von Borsé, glaube ich, war damals noch in Düsseldorf. Also wir hatten schon beide Facetten. Ihr wollt das 3-1 vom Vorjahr wiederholen, das heißt, ihr wollt 3 Punkte gewinnen. Ja, wir wollten auch das 1-0 von 60 München zu Hause wiederholen, haben leider 1-1 gespielt. Und man will natürlich immer, wenn man wohin fährt, punkten. Und deswegen fahren wir nach Düsseldorf und wollen da 3 Punkte holen. Das ist erstmal das Ziel, das gibt es zu holen und das wollen wir auch versuchen zu erreichen. Herr Schwarz, ist Dominik Stolz vielleicht eine Option für die Startelf am Freitag, weil er hat ja gestern das Offensivspiel schon noch mal ein bisschen belebt? Ja, Dominik Stolz, ich habe ja gesagt, die Mannschaft ist insgesamt ein bisschen enger auch zusammengerückt. Man hat das im Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen, dass sich viele den Finger gehoben haben. Noch eine gute Leistung. Und Dominik Stolz hat jetzt, nachdem er jetzt 3 Monate hier ist, hat er sogar noch ein Bänderriss zu verkraften, aber hat im Training immer wieder seine Leistung aufgezeigt. Und deswegen habe ich ihn in Nürnberg auch schon mal gebracht und belohnt. Und auch gestern hat er es ordentlich gemacht, wo er reinkam. Deswegen könnte es vielleicht auch mal sein, dass der ein Spieler von Anfang an spielt.
Haben Sie sich heute Morgen mit den sportlichen Entwicklungen Ihres ehemaligen Arbeitgebers schon beschäftigt, Kaiserslautern? Nein, habe ich mich nicht beschäftigt. Ich habe es zwar mit vernommen, ist ja, wenn man ständig online ist, heutzutage kriegt man ja alles immer schnell mit, aber habe ich mich nicht beschäftigt. Robert Zillner, gestern war er für mich der beste Spieler. Wie sehen Sie denn seine Entwicklung? Was erwarten Sie sich von ihm? Was kann er? Waren Sie, das haben Sie schon gesagt, dass Sie zufrieden waren. Sagen Sie ein bisschen was über ihn, denn er war ja schon auffallend gestern. Ja, Robert Zillner hatte auch eine schwere Verletzung hinter sich, kam zu uns, hat den Kreuzbandriss schon hinter sich, hat sich hier nochmal einen Kreuzbandriss zugezogen. Er hat gut gearbeitet und er ist stetig vorwärts gekommen. Er wurde belohnt in seinen Einwechslungen und er wurde jetzt auch belohnt, dass er von Anfang an spielt. Und er hat es eigentlich bis jetzt so zurückgegeben, wie man es erwartet nach so einer schweren Verletzung. Und ich hoffe noch, dass da noch Luft nach oben ist. Spielintelligenter Mittelfeldspieler, ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der in die Räume gehen kann, die Situation erkennt und auch einen ordentlichen Abschluss hat. Er trainiert schon wieder seit knapp einem halben Jahr. Ist er schon wieder bei 100%? Denke ich nicht ganz bei 100%. Also wenn man so seine letzten oder die Vergangenheit bei ihm sieht, ist er vielleicht noch nicht ganz bei 100%, aber er nähert sich. Die Spielpraxis bringt ihm natürlich auch mehr Prozente, logischerweise. Gut, ich denke, dann haben wir alle Fragen geklärt. Ich danke fürs Kommen und vielleicht sieht man den einen oder anderen in Düsseldorf. Vielen Dank. Hartwall TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.